Kinder gab es immer, allerdings ja, eher als kleine Erwachsene, die ja noch nicht so ganz lebenstauglich waren, die man möglichst früh eben in die Erwachsenenrolle gedrängt hat. Also sobald sie stubenrein waren, hatten sie schon erste Aufgaben innerhalb der Familie, innerhalb des Haushalts zu übernehmen. Im 19. Jahrhundert wandelt es sich. Das ist eine fließende Grenze, die aufgetan wird mit der Aufklärung, mit der Entdeckung der Natur, Kindheit als etwas ganz Natürliches, als Lebensraum, den es zu verherrlichen gilt. Und Kinder sollten dann eben ja einen Entwicklungsraum bekommen, und da widmen sich immer mehr Pädagogen eben dieser Erziehungsfrage und öffnen Kindern einen eigenen Raum. Bei unseren Recherchen zu der Ausstellung sind wir auf einen großen Fundus von Kinderporträts im Stadtmuseum Baden-Baden gestoßen. Und ja, die zeigen eben sehr eindrücklich, dass Kinder einen neuen Status bekommen, dass sie bildwürdig werden und ja, dann eben für die Familie in Bildern festgehalten werden, als Dokument. Ja, so bin ich mal gewesen, wie werde ich sein, oder ja, welchen Stellenwert eben Kinder innerhalb der Familie neu einnehmen. Also bis dahin hatten wir eben vom Adel, vom Hochadel vorwiegend Kinderporträts gehabt, aber das waren Heiratsbilder. Drumherum haben wir die Ausstellung aufgebaut mit verschiedenen weiteren Themenkreisen, die für die Kindheit relevant werden im 19. Jahrhundert, wie eben die Schulpflicht, Lesen und Schreiben lernen. Etwas wahnsinnig Disziplinierendes, also wenn man da diese Schrift in diesen Bögen ausführen muss. Ja, es kommt wirklich auf die Akkuratesse an. Aber es ist dann eben auch eine Form der Emanzipation, denn man kann sich selbstständig weiterbilden. Nicht jeder mochte gerne zur Schule gehen, aber in der Nachbetrachtung war man schon einen wesentlichen Schritt weiter als die Elterngeneration, die das eben noch nicht konnte. Man konnte sich Informationen verschaffen und sich weiterentwickeln. Wir haben natürlich dann auch didaktisches Spielzeug für die Kinder, die dann an die Industrie auch herangeführt werden mit Miniaturdampfmaschinen, die funktionstüchtig waren. Aber wir sparen natürlich auch das Thema Kinderarbeit nicht aus, stellvertretend dafür eben dann die Landarbeit. Hirtenknaben, die im zarten Alter als Waisenkinder aufs Land geschickt wurden und als Hütejungen sich verdingen mussten.